Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Hallo, es ist Frühling geworden und da habe ich mir gedacht, ich will euch diese Woche einfach mal 7 Frühlingsfragen stellen. Und die erste Frage, die ich dir stellen will, ist, wie hast du es geschafft, den Winter abzustreifen? Welcher Frühling war eigentlich dein schönster bisher? Und was hast du in diesem Frühling erlebt? Kennst du eigentlich Frühlingsgefühle auch in anderen Jahreszeiten? Und wie erschaffst du diese Frühlingsgefühle in den anderen Jahreszeiten? Schreib dir einfach auf, was dir als erstes in den Sinn kommt. Welche deiner früheren Frühlingstraditionen würdest du gerne wiederbeleben wollen in diesem Jahr? Was hast du in früheren Jahren gemacht, um den Frühling zu begrüßen? Und wie würde das aussehen, wenn du das dieses Jahr wieder tust? Und was willst du schließlich im Frühling voranbringen, sodass du im Sommer zufrieden und glücklich auf das Begonnene oder das Fertiggestellte zurückblicken kannst? Und welche Frühlingsgefühle beobachtest du schließlich bei deinen Mitmenschen, bei deinen Kollegen, bei deinen Klassenkameraden, bei deiner Familie? Und wie kannst du von diesen Frühlingsgefühlen, die du dort beobachtest, profitieren? Eine gute Fee schenkt dir 3 Frühlingsknospen für Herz und Seele. Welche Seiten in dir bringen diese Frühlingsknospen zum Blühen? So, das waren meine 7 Frühlingsfragen für dich hier in der freien Natur vor dem 100-Wasser Kindergarten in Heddernheim bzw. im Mertornviertel. Und ich bin gespannt, was dir dazu alles einfällt und wie das deinen Frühling schöner machen wird. Also, bis später dann. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.